Ich rufe auch Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend Land ist Partner der Kommunen, Drucksache 3074 aus 19, zusammen mit der Großen Anfrage der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend Kommunaler Schutzschirm und Kommunalfinanzen, Tagesordnungspunkt 37, Drucksache 3063 zu 2567 aus 19 und Tagesordnungspunkt 62, Dringlicher Antrag SPD und Abgeordnete betreffend schwarz-grüne Landesregierung vernachlässigt Kommunen, Drucksache 3098 aus 19, verabredete Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Abg. Reul, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Finanzen in unseren Kommunen entwickeln sich erfreulich positiv. Während die hessischen Kommunen im Jahre 2010 insgesamt noch ein Defizit von über 2,2 Milliarden € verbuchen mussten, konnte das Finanzierungsdefizit bis zu dem Ende des Jahres 2014 auf insgesamt 71 Millionen € reduziert werden. Das ist ein tolles Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Natürlich helfen die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und die vielfältige partnerschaftliche Unterstützung des Landes. Das Ziel und der Anspruch von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist, die Rahmenbedingungen für die hessischen Kommunen durch eine partnerschaftliche Politik zwischen Land und kommunaler Familie stetig weiter zu verbessern. Mit dem Dreiklang aus kommunalem Schutzschirm, Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und dem kommunalen Investitionsprogramm setzt das Land ein sehr deutliches Zeichen der finanziellen Unterstützung und zur Stärkung der hessischen Kommunen. Den erfolgreichen Weg zu ausgeglichenen öffentlichen Haushalten wollen wir auch in der Zukunft gemeinsam mit den Kommunen gehen, damit diese ihre Haushalte nachhaltig und generationengerecht gestalten können. Insgesamt über 8,5 Milliarden € wendet das Land Hessen dafür auf. Über den Kommunalen Schutzschirm 3,2 Milliarden € zur Entschuldung der Kommunen, zur Stärkung der Finanzkraft über den Kommunalen Finanzausgleich, der in diesem Jahr eine Rekordhöhe von über 4,3 Milliarden € hat, und zur weiteren Unterstützung von Investitionen 1 Milliarde € über das Kommunale Investitionsprogramm. Flankiert werden diese Maßnahmen noch durch eine Erhöhung der Pauschalen für Flüchtlinge und Asylsuchende. Um die Herausforderungen, die mit der aktuellen Flüchtlingslage einhergehen, gemeinsam bewältigen zu können, hat das Land die Asylpauschalen für die Kommunen für 2015 um 15% und in diesem Jahr nochmalig um 45% angehoben, was aus Sicht des Rechnungshofes durchaus sehr großzügig ist. Darüber hinaus erhalten Hessens Kommunen vom Land rückwirkend nochmal zusätzlich 100 Milliarden €. Der kommunale Schutzschirm. Rund 3,2 Milliarden € umfasst der Kommunale Schutzschirm, mit dem das Land 100 besonders konsolidierungsbedürftige Kommunen bei der Entschuldung unterstützt. Kernanliegen dieses Programms, welches von einer Rahmenvereinbarung des Landes mit den Kommunalen Spitzenverbänden begleitet wurde, ist die Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit. Eigenverantwortliche finanzielle Gestaltungsräume sind nach Auffassung der Landesregierung die Grundvoraussetzung für den langfristigen Erhalt kommunaler Selbstverwaltung. Daher sollte den als konsolidierungsbedürftig eingestuften Kommunen durch das Schutzschirmprogramm wirksam geholfen werden, damit eine kraftvolle kommunale Selbstverwaltung auch in Zukunft allerorts möglich bleibt. Kein anderes Bundesland, ich betone, kein anderes Bundesland stellt Entschuldungshilfe in einem solchen Umfang allein aus Landesmitteln zur Verfügung. Andere Bundesländer haben die finanziellen Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich jeweils entnommen. Das Land Hessen war bereit, die konsolidierungsbedürftigen Kommunen
mit einer Hilfe zur Schuldentilgung von bis zu 2,8 Milliarden € und einer Zinsverbilligung von rund 400 Millionen € zu unterstützen. Dass der Schutzschirm des Landes eine äußerst wirkungsvolle Hilfe für finanzschwache Kommunen darstellt, belegen die eindrucksvollen Konsolidierungserfolge der Schutzschirmkommunen. Dass es im Rahmen der Antwort auf die Große Anfrage der CDU zusammen mit BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu diesem Thema eindeutig belegt worden. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei dem Finanzminister und dem Innenminister besonders bedanken für die ausführliche und klare Darstellung der Wirkungen des kommunalen Schutzschirms. Die aktuelle Auswertung der Konsolidierungsfortschritte basierend auf den Berichten der Schutzschirmkommunen zum 30.06.2015 bestätigen erneut die bereits zuvor zu beobachtenden Erfolge der Kommunen beim Abbau der laufenden Defizite im ordentlichen Ergebnis. Konnte im Jahr 2013 in Summe bereits ein zusätzlicher Defizitabbau von rund 240 Millionen € im Vergleich zu den Konsolidierungsverträgen erreicht werden, wurden im Jahre 2014 nochmals weitere rund 200 Millionen € zusätzlicher Defizitabbau über die vereinbarten Ziele hinaus erreicht. Die Hochrechnung für das Jahr 2015 geht aktuell von einem zusätzlichen Defizitabbau in Höhe von rund 150 Millionen € aus. Laut dem aktuellen Schutzschirmbericht haben von den 100 Schutzschirmkommunen im Jahre 2014 statt der vereinbarten 9 Kommunen weitere 25 Kommunen den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erreichen können. Für das Jahr 2015 prognostizierten 40 Schutzschirmkommunen den Haushaltsausgleich, vereinbart waren 24. Für 2016 könnten bereits über die Hälfte aller Schutzschirmkommunen einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Auf diesem Stand möchte die Landesregierung jedoch nicht verharren, sondern hat ihr Konzept zur nachhaltigen Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung konsequent weiterentwickelt und umgesetzt, welches neben der Übernahme der Schulden der Vergangenheit auch die auskömmliche Finanzierung der laufenden Verwaltung durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches und die Ermöglichung von Investitionen in die Zukunft durch das Kommunale Investitionsprogramm umfasst. Dieser kommunalfreundliche Dreiklang, der deutlich die finanziellen Anstrengungen seitens des Landes zeigt, soll auch zu einer stärkeren interkommunalen Solidarität und damit im Ergebnis zu einer Stärkung der Bedürftigsten der hessischen Kommunen beitragen. Ziel der Landesregierung war und ist es, dass alle hessischen Kommunen die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern, sei es durch notwendige eigene Anstrengungen, die Hilfe der Solidargemeinschaft oder durch die Unterstützung durch das Land, erforderlichenfalls auch in einer Kombination dieser Erfolgsfaktoren. Unterstützend, das will man nicht verschweigen, wirken sich auch die auf der Bundesebene vereinbarten Entlastungen im Bereich der Kommunalfinanzen aus. Das Land hat allerdings in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die finanzielle Situation der hessischen Kommunen insgesamt zu verbessern. Die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches wirkt sich ausgesprochen positiv auf die Finanzwirtschaft der Schutzschirmkommunen aus. So zeigen die Ergebnisse der kommunalen Finanzplanungsberechnung für das Jahr 2016, dass die 100 Schutzschirmkommunen durch den neuen kommunalen Finanzausgleich mehr als 110 Millionen € Mehrmittel nach Zahlung ihrer Umlagen haben, als es bei dem KFA nach alter Rechtslage gewesen wäre. Die KFA-Neuordnung trägt daher wesentlich zur Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts bei den Schutzschirmkommunen bei. Mit dem neuen, am Finanzbedarf der Kommunen orientierten kommunalen Finanzausgleich werden die Mittel noch gerechter an die einzelnen Kommunen verteilt. Zudem profitieren die Kommunen vom bundesweit einmaligen Sicherheitsnetz des Landes, das eine von der Finanzkraft des Landes unabhängigen Finanzausstattungsgarantie zugunsten der Kommunen beinhaltet. Damit trägt das Land das Risiko der konjunkturellen Schwankungen und nicht mehr die Kommunen. Dies ist ein riesiger Schritt in die konsequente Finanzplanung der Kommunen. Durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches erhalten insgesamt 83 % der hessischen Kommunen in diesem Jahr mehr Geld als nach dem alten Verfahren. Ich nenne das Kommunale Investitionsprogramm KIP.
Mit dem zusätzlichen Kommunalen Investitionsprogramm stehen den hessischen Kommunen weitere Mittel in einer Größenordnung von 1 Milliarde € zur Verfügung. Ich erwähne, flankierend zu den 352 Millionen € aus dem Bundesprogramm mit einer Kofinanzierung von 35 Millionen € des Landes kommen 373 Millionen € für kommunale Infrastruktur hinzu, 230 Millionen € für Wohnraum und 77 Millionen € für die Finanzierung der Krankenhäuser. Mit diesen Mitteln als Ergänzung der Mittel des Bundes sollen die hessischen Kommunen deutschlandweit einmalig Zukunftsinvestitionen tätigen können. Die Bundeszuschüsse sollen nur den finanzschwachen Kommunen zugutekommen, aber durch die Ergänzung des Landes können alle Kommunen in Hessen von den zusätzlichen Investitionsmitteln profitieren. Dies zeigt, das Land ist der Partner der hessischen Kommunen. Und das Land ist ein verlässlicher Partner der Kommunen. Wir kümmern uns mit dem Kommunalen Schutzschirm um die Schulden der Vergangenheit, stellen den Kommunen über den Kommunalen Finanzausgleich Mittel in einer Rekordhöhe zur Bewältigung der aktuellen Aufgaben zur Verfügung und statten darüber hinaus die Kommunen im Rahmen des Investitionsprogramms mit erheblichen Geldern für Investitionen in die Zukunft aus. Das sind die besten Voraussetzungen für eine weiterhin positive Entwicklung der Kommunalfinanzen, für eine generationengerechte Aufstellung der Haushalte und für sinnvolle Zukunftsinvestitionen, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Das Land ist ein verlässlicher Partner der Kommunen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst einmal einen guten Morgen. Und nach den 10 Minuten Märchenaufzählung des Kollegen Reul Man meint fast, er wäre Nachfolger der Gebrüder Grimm. Aber man kann nur eines feststellen, meine Damen und Herren. Das Land Hessen vernachlässigt in kaum zu überbietender Weise seine Unterhaltspflichten gegenüber den Kommunen. Es ist dreist, wenn die schwarz-grüne Koalition sich als Partner der Kommunen bezeichnet, denn niemals zuvor in der Geschichte Hessens wurde von einer Landesregierung so unfair mit den Städten, Gemeinden und Landkreisen umgegangen wie in dieser Zeit. Und wollen wir einmal über die Fakten reden? Dies belegen Fakten. Herr Boddenberg, bis zum Jahr 2000 Herr Kollege Boddenberg, bis zum Jahr 2000 hatten die hessischen Kommunen im Ländervergleich die drittgeringsten Defizite. Die drittgeringsten Defizite. Jetzt, Herr Boddenberg, wo stehen wir jetzt? Mit der Regierungsübernahme der CDU, meine Damen und Herren, begann das Elend der hessischen Kommunen Schritt für Schritt explosionsartig stiegen die Defizite vom drittbesten Platz vor 2000, vor Ihrer Regierungsübernahme, sind wir mittlerweile zum drittschlechtesten Platz bei den Defizitentwicklungen gekommen, meine Damen und Herren. Ernst & Young fasst in ihrer Kommunalstudie vom September letzten Jahres, also von September 2015, die Situation der hessischen Kommunen wie folgt zusammen. Finanzlage desolat. Keine Verbesserung in Sicht, massives Drehen an der Gebührenschraube. Meine Damen und Herren, das ist eine gute, eine treffende und eine nüchterne Feststellung der Art Ihrer Politik, meine Damen und Herren. Das, was Sie in Hessen zu verantworten haben, nämlich Finanzlage desolat, keine Verbesserungen in Sicht und massives Drehen an der Gebührenschraube. Das wird Ihnen assistiert von Ernst & Young, und das ist der objektiv richtige Befund Ihrer Politik in Hessen, meine Damen und Herren. Ich meine, Herr Reul,
Herr Reul, wenn Sie von Partnerschaft sprechen, in Ihrem Antrag ist ja davon auch in der Überschrift der Rede, dann muss ich nur sagen, diese Partnerschaft ist auf jeden Fall geprägt vom Ausnutzen des schwächeren Partners. Das kennt man so aus der einen oder anderen Ehe, wo es ungleiche Verhältnisse gibt. Natürlich, so ist es so. Aber dieses ist schon eine besondere Situation. Der schwächere Partner wird finanziell ausgehungert, seine Konten werden geplündert, die Unterhaltspflichten werden grob vernachlässigt, er wird in die Verschuldung getrieben, und gleichzeitig wird ihm noch über den anderen Partner zügellose Geldverschwendung vorgeworfen, meine Damen und Herren. Jedes Familiengericht hätte an dieser Stelle schon längst die Staatsanwaltschaft wegen Verletzung der Unterhaltspflichten eingeschaltet. Und meine Damen und Herren, wissen Sie, was Ihre eigenen Leute von Partnerschaft halten? Wieso sind denn ausgerechnet jetzt Klagen von 14 Kommunen, es werden noch ein paar mehr, gegen den neuen KFA anhängig? Das verstehen Sie unerklärlich. Und wissen Sie, wer der Wortführer ist? Gar keine Sozialdemokraten. Das sind christdemokratische Bürgermeister, die Wortführer, meine Damen und Herren. Die wissen, die pfeifen auf ihre Partnerschaft, meine Damen und Herren. Die ziehen vor Gericht, weil sie es nicht aushalten mit ihrer Partnerschaft. Durch eine rigide, bevormundende und gängelnde Kommunalaufsicht werden die Kommunen gezwungen, die kommunalen Steuern und Gebühren zu erhöhen und gleichzeitig Leistungen für Bürgerinnen und Bürger einzuschränken. Die Erhöhung der Grundsteuern, höhere Kita-Gebühren, höhere Eintrittspreise für Bäder und Museen, Gebührenerhöhungen für Theater, Bibliotheken und Musikschulen sind die Folge, meine Damen und Herren, das, was Sie als Landesregierung sagen und gegenüber den Kommunen ausüben mit der Kommunalaufsicht. Und es ist schon besonders dreist, wenn die hessische CDU auf Berliner Ebene eine gerechte Steuererhöhung, Stichwort Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer, permanent blockiert, aber auf hessischer Ebene die Kommunen dazu zwingt, die Grundsteuern zu heben, die insbesondere Mieter volltrifft, meine Damen und Herren. Das ist wirklich dreist, das ist doll dreist, was Sie an dieser Stelle bieten. Dass sich die finanzielle Situation bei einem Teil der Kommunen verbessert hat, ist doch weder auf den neuen KFA zurückzuführen, noch auf den Schutzschirm. Der bleibt weiterhin für mich ein Knirps. Noch auf das kommunale Investitionsprogramm zurückzuführen, meine Damen und Herren, Herr Boddenberg, er ist einzig allein auf die Konjunktur und auf Steuer- und Gebührenerhöhungen auf kommunaler Ebene und auf Leistungskürzungen zurückzuführen. Herr Boddenberg, greift das auf Ihre Zwischenfrage, auf was denn sonst? Die Investitionen in Hessen wurden im Jahresvergleich 2010 zu 2014 um 750 Millionen €, 750 Millionen € um ein Drittel gekürzt bei den Kommunen. 750 Millionen € pro Jahr weniger kommunale Investitionen. Und gleichzeitig haben sie die Gebühren nach oben gejagt. 370 Millionen € wird den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen mehr verlangt durch Gebührenerhöhungen und durch Steuererhöhungen auf kommunaler Ebene. Das ist sozusagen der Erfolg Ihrer Politik. Und da müssen Sie reden, Sie von Partnerschaft. Die Kommunen werden gezwungen, Leistungen zu kürzen und Gebühren und Steuern zu erhöhen. Da spricht der Vorredner, Herr Reul, von einem einzigartigen Schutzschirm. Meine Damen und Herren, was CDU und GRÜNE bieten in der Bundesrepublik, ist wirklich einzigartig, wie sie mit den Kommunen umgehen. Dieser Schutzschirm hat nicht einmal die Defizite in den Jahren 2010 und 2011 wettgemacht. Herr Reul hat eben selbst davon gesprochen, dass allein das Defizit bei den hessischen Kommunen im Jahr 2010 von 2,2 Milliarden € betrug. Der Schutzschirm hat ein Volumen von 2,8 Milliarden €. Also, Sie haben nicht einmal, wenn man die zwei Jahre 10 und 11 zusammenführt, nicht einmal das wettgemacht, was Sie selbst verursacht haben an Entwicklung, an Defizitentwicklung in den Jahren 2010 und 2011. Da wollen Sie sich loben lassen, meine Damen und Herren. Sie haben es ja nicht einmal, die Probleme zu lösen, die Sie selbst geschaffen haben, meine Damen und Herren. Nein, CDU und GRÜNEN fehlt die notwendige Empathie, ich habe Ihnen das schon einmal vorgeworfen, für kommunale Interessen. Beide Parteien haben einfach nicht verstanden, wie wichtig für Bürgerinnen und Bürger in Hessen ein gutes Wohnumfeld ist. Da haben Sie anscheinend kein Fingerspitzengefühl dafür. Das können Sie anscheinend nicht nachvollziehen.
CDU und GRÜNEN haben nicht verstanden, dass Städte und Gemeinden richtig lebenswert erst durch eine gute kulturelle, durch gute sportliche Angebote vor Ort werden. Dass es notwendig ist, dass Städte und Gemeinden Hilfen und Unterstützung für junge und ältere Menschen bieten müssen und gute und bezahlbare Kindergärten brauchen und öffentliche Gebäude und Straßen eben nicht verkommen dürfen. Das können Sie anscheinend nicht nachvollziehen. Sie stellen Landesinteressen über kommunale Interessen, und das ist grundfalsch. Hier muss es einen Ausgleich geben, und diesen Ausgleich kommen Sie einfach nicht nach, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass CDU und GRÜNEN erst wieder zur Besinnung und zur Umkehr ihrer Politik gegenüber den Kommunen kommen, wenn sie bei der Kommunalwahl einmal richtig eine auf die Mütze bekommen. Wenn Sie mal richtig eine auf die Mütze bekommen. Ich kann nur eines sagen, die hessischen Bürgerinnen und Bürger, wir werden am 7. März, den Zwischenruf, werden am 7. März sicherlich darüber reden. Da wird es eine oder andere interessante Entwicklung in Hessen geben. Auf jeden Fall haben die hessischen Bürgerinnen und Bürger am 6. März die Gelegenheit zu zeigen, was sie von Parteien wie CDU und GRÜNE in Hessen halten, denen kommunale Interessen schlicht egal sind, meine Damen und Herren. Und deswegen kann ich nur eines feststellen, ein wirklicher Partner der Kommunen, der sitzt nur auf dieser Seite des Hauses, und das sind die Sozialdemokraten. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber Norbert Schmidt, wir haben ja den Antrag heute Morgen hier vorgelegt bekommen. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen, der uns da aufgefallen ist. Im Prinzip stimmen wir dem Antrag zu, aber aufgefallen ist uns, dass natürlich die Schuldzuweisung auf Berliner Ebene lediglich auf die CDU hin orientiert, was die kommunale oder die finanzielle Ausstattung angeht. Ich erlebe die SPD nicht als Vorreiter einer neuen Dimension der Vermögenssteuer oder einer anderen gerechten Steuerpolitik derzeit. Deshalb will ich das nur kurz noch einmal erwähnen, damit wir auch über den Antrag gesprochen haben. Aber wie zu erwarten, kurz vor den Kommunalwahlen wollen die beiden Regierungsfraktionen noch einmal sich das nicht entgehen lassen, hier ein Bild zu malen von blühenden kommunalen Landschaften in ganz Hessen. Die Nachricht, die Schwarz-Grün dabei verbreitet, ist ganz klar. Den hessischen Kommunen ging es so gut wie im Grunde genommen noch nie. Keine Rede soll mehr davon sein, dass die Kommunen erfolgreich diese Landesregierung verklagt haben, die versucht hat, ihren Landeshaushalt auf Kosten der Kommunen zu sanieren. Und keine Rede soll mehr davon sein, dass die Kommunen kaputtgespart werden. Nun, auf den ersten Blick sind die Zahlen, die uns die Kommunen vorlegen können, nicht mehr so katastrophal. Und offensichtlich ist die wirtschaftliche Erholung nun auch bei den Kämmerern angekommen. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer dürften vielerorts wesentlich dafür verantwortlich sein, dass es so gut geht und wie es lange nicht war. Deshalb ist es aber noch lange nicht gut. Nach wie vor fehlt es den Kommunen in vielen Bereichen am nötigsten, um die öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Nur ein Beispiel. Während die schwarz-grüne Koalition in ihrem Antrag darüber schwadroniert, dass ihre Landesregierung die Voraussetzungen geschaffen habe, um die Kommunalfinanzen in Hessen generationsgerecht zu gestalten, kann von Generationengerechtigkeit keine Rede sein. Laut DLRG sind in den vergangenen Jahren in Hessen 46 Bäder geschlossen worden und 62 weitere von der Schließung bedroht. Die Zahl der schwimmfähigen Grundschulgänger geht zurück, warnt die DLRG und fordert die Städte und Gemeinden auf, finanziell umzudenken.
Das ist die Generationengerechtigkeit, die wir vor Ort erleben. Weil angeblich das Geld fehlt, lernen unsere Kinder und Enkel nicht mehr richtig schwimmen. Böse Zungen behaupten das schon. Hessens Kommunen saufen langsam ab. Und wenn die Landesregierung davon redet, dass das kommunale Investitionsprogramm ja insgesamt Investitionen von 1 Milliarde ermöglicht, wohlgemerkt, haben Sie da schon alle Mittel subsumiert, auch die also vom Bund, die da reinfließen? Ja, stimmt, das hört sich auf dem Ton gut an. Aber tatsächlich ist es so, dass es nur ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein ist. Diese Summe, die hier investiert wird, reicht nicht einmal aus, um den Investitionsbedarf im Schulbereich für Wiesbaden und Frankfurt zu decken. Tatsächlich türmt sich bei den Kommunen ein riesiger Informationsstau auf, der durch dieses kommunale Investitionsprogramm in keiner Art und Weise beseitigt wird. Es wird noch nicht einmal der bestehende Investitionsstau aufgelöst. Seit 1994, ich will daran erinnern, wir hatten das in den Haushaltsdebatten ja auch schon, hat sich die Investitionsquote bei den Kommunen halbiert. Da ist doch klar, dass Brücken marode, Schulgebäude und Schwimmbäder stark sanierungsbedürftig sind. Dass man jetzt mit dem kommunalen Investitionsprogramm überhaupt etwas getan hat, ist ja schön und gut. Aber die Kommunen brauchen dauerhaft höhere Einnahmen und dauerhaft mehr Mittel, um ihre Infrastruktur zu erhalten und sich für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. Dafür brauchen die Kommunen aber eben dauerhaft mehr Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Allein darauf zu verweisen, dass die Kommunen so viel Geld bekommen wie noch nie, reicht eben nicht. Denn die Kommunen hatten auch noch nie so große Bedarfe wie heute. Immer mehr Aufgaben müssen sie übernehmen, und immer mehr Aufgaben können sie nur mehr schlecht als recht erledigen. Und das liegt auch daran, dass im kommunalen Finanzausgleich die Bedarfe der Kommunen künstlich kleingerechnet wurden. Das führt schließlich dazu, dass auch die Erstattungen, die das Land dafür gewährt, entsprechend zu klein ausfallen. Sprich, das Geld reicht vor Ort nicht aus, um die Kosten zu decken, und es fehlt an anderer Stelle, weil die Landesregierung den Kommunen unterstellt, sie würden Geld verschwenden. Im Moment mögen diese Probleme nicht ganz so akut sein, aber wie ich schon am Anfang sagte, wir sind auch kurz vor den Kommunalwahlen. Wie es nach dem 6. März weitergehen wird, wenn etwa die Kosten für die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen und die Integration von neuen Mitbürgern in den Kommunen doch höher ausfallen werden. Das kann man sich aber schon ausmalen, was dann geschehen wird. Denn dieser Landesregierung geht es eben nicht darum, dass die Kommunen handlungsfähig sind, sondern darum, dass sie nicht zu viel Geld ausgeben. Sie sehen die kommunalen Haushalte immer noch als Sparpotenziale an. Die Kommunen sind aber eben mehr als ein Kostenfaktor. Sie sind diejenigen, die letztlich dafür sorgen, dass das Gemeinwesen zusammenwächst, etwa als Schulträger, bei der Unterstützung der Vereine, beim Nahverkehr oder in der Kinderbetreuung. Ich finde, die hessischen Kommunen brauchen, um handlungsfähig zu werden, deutlich mehr Geld. Dafür reicht ihr kommunales Investitionsprogramm nicht aus. Der kommunale Finanzausgleich ist nichts anderes als der Versuch, die Kommunen finanziell zu kurz zu halten, und zwar kürzer, als die hessische Verfassung dies eigentlich vorschreibt. Dass Sie hier den Schutzschirm als Erfolg aufführen, ist nichts anderes als eine gezielte Provokation. Denn der Schutzschirm ist vor allem ein Kürzungsprogramm, mit dem die Kommunen gezwungen werden, bei wichtigen öffentlichen Aufgaben zu streichen und soziale Gebühren, Beiträge und Steuern zu erheben und zu erhöhen. Aber konsolidiert werden kommunale Haushalte letztlich nur, wenn es höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer oder mehr Geld von Bund und Land gibt. Und hier ist eben diese Landesregierung in der Verantwortung. Sorgen Sie dafür, dass die Kommunen dauerhaft mehr Geld haben, und reden Sie nicht nur davon. Das, was bisher getan wurde, reicht eben nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Goldbach, Bündnis 90/Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen und Kolleginnen! Um es einmal mit den Worten von Herrn Schmidt zu sagen, niemals war eine Oppositionspartei so ignorant. Sie haben Ernst & Young zitiert. Man könnte den Satz auch ein bisschen anders sagen. Der Informationsstand der SPD ist desolat, keine Verbesserung in Sicht. Massives Rühren in der Gerüchteküche hilft Ihnen auch nicht weiter. Ich finde es unsäglich, wie Sie in Ihrem Antrag wieder einmal versuchen, die Kommunen in Hessen kleinzureden, schlechtzureden, niederzumachen. Einen Satz finde ich besonders interessant. Heruntergekommene Schulgebäude, Rüttelstraßen, fehlende Spielplätze usw. Herr Schäfer-Gümbel, wir werden im Februar gemeinsam bei der Eröffnung einer wunderschönen neuen Grundschule im Kreis Gießen sein. Ich bin gespannt, ob Sie denen dann auch erzählen, Sie hätten heruntergekommene Schulen und Schulgebäude, oder ob Sie dann vielleicht doch auch loben, was für großartige Investitionen gerade im Bereich Schulen und Schulbauten in Hessen stattfinden, und das auch durch Unterstützung dieser Landesregierung. Natürlich haben die hessischen Kommunen viel zu hohe Defizite in ihren Haushalten ausgewiesen, und das schon viel zu lange. Allerdings ist das nicht die Schuld einer Regierung der letzten 10 oder 15 Jahre, sondern wir haben seit Jahrzehnten die Situation gehabt, dass die Kommunen, alle öffentlichen Haushalte, auch Bund und Länder, zu viel Geld ausgegeben haben, immer mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Und wir hatten in 2011 eine Abstimmung über die Schuldenbremse. 70% der Bürgerinnen und Bürger waren dafür, langfristig von dieser andauernden Schuldenmacherei runterzukommen, die Defizite abzubauen und zu ausgeglichenen Haushalten zu kommen. Und das ist unsere Aufgabe auf allen Ebenen, Bund, Land und auf kommunaler Ebene, ausgeglichene Haushalte zu erreichen und die Verschuldung langfristig abzubauen. Daran arbeiten wir, und zwar gemeinsam mit den hessischen Kommunen. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, dann finde ich, haben wir da schon ganz gute Erfolge, nämlich von diesem Stand das gesamte kommunale Defizit 2010 2,2 Milliarden € zu senken auf nur noch 71 Millionen € in 2014, unter anderem durch den kommunalen Schutzschirm mit seinen Hilfen. Das ist doch schon eine gewaltige Verbesserung. Wir haben gesehen, dass der kommunale Schutzschirm auch im Bundesvergleich ein einmaliges Programm war, weil hier viel mehr originäre Mittel reingegeben wurden als in allen anderen Programmen anderer Bundesländer. Das Land hat vollständig die Entschuldungshilfen getragen. Das waren 2,8 Milliarden € und weitere 400 Millionen € an Zinsdiensthilfen. Das Gute war weiterhin, wir haben den hessischen Kommunen angeboten, damals noch die Regierung ohne grüne Beteiligung. Wir haben das am Anfang kritisch gesehen. Wir haben genau hingeguckt. Und gerade deshalb kann ich heute sagen, das war ein gutes Programm. Wir haben es sehr kritisch gesehen. Als kommunale Vertreter haben wir uns das angeschaut, aber wir konnten entscheiden, wollen wir teilnehmen oder nicht. Und wir haben Verträge geschlossen, wir hessische Kommunen, mit dem Land, in denen wir selbst mit festlegen konnten, welche Maßnahmen wir treffen, um unsere Haushaltsdefizite abzubauen. Und deshalb ist es so gelungen, weil die Kommunen selbst daran mitgearbeitet haben. Und wir sehen heute, dass der Abbau der Defizite weit schneller vorangegangen ist, als es in den Verträgen eigentlich vereinbart war. Und das ist ein großer Erfolg des kommunalen Schutzschirms. Das Kommunalinvestitionsprogramm ist ein weiterer Baustein in der Unterstützung der hessischen Kommunen. Wir haben schon gehört, über 1 Milliarde zusammen mit dem Anteil des Bundes und dem Landesprogramm. Warum sind solche Programme so wichtig? Das haben wir schon gesehen bei den Konjunkturpaketen 1 und 2. Sie sind wichtig, weil sie nachhaltig wirken. Das Geld damals ist auch geflossen in Schulmaßnahmen, Straßenbauprojekte, Kindertageseinrichtungen, Sportprojekte usw. Damit wird die kommunale Infrastruktur verbessert, und zwar nachhaltig verbessert. Und die lokale kommunale Wirtschaft wird unterstützt. Wir freuen uns, dass wir mit einem neuen kommunalen Investitionsprogramm
wiederum 1 Milliarde € in die hessischen Kommunen geben können. Das Ganze passiert mit größter Transparenz. Ich empfehle Ihnen, einmal auf die Internetseite des hessischen Finanzministeriums zu gehen. Dort können Sie auf einer interaktiven Karte jeden Ort in Hessen anklicken und dann schauen, zum einen, welche KfA-Mittel sind dorthin geflossen, zum anderen aber auch, wie wird dort das Geld, das von dem Land Hessen kommt, verwendet. Wofür gibt die Kommune das aus? Baut sie eine neue Schule oder saniert sie eine Straße oder fließt das in die Sanierung eines Hallenbades? Das Ganze ist wunderbar transparent und gut verständlich für alle Bürgerinnen und Bürger aufgebaut. Noch ein paar Worte zum KfA, Herr Schmidt, das ist unser beider Lieblingsthema. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sagen hier, der KfA sei so schlecht, dass die hessischen Kommunen jetzt vor Gericht ziehen würden. Ja, es wollen ein paar Kommunen klagen, aber man muss mal genau gucken, wer. Die finanzstärksten Kommunen in Hessen klagen. Sie sind immer davon ausgegangen, dass die, die wenig Geld haben, die einnahmeschwachen Kommunen, dass die irgendwann klagen würden. Tun sie aber nicht. Nein. Wir haben die schwachen Kommunen, die finanzschwachen Kommunen nachhaltig unterstützt mit besseren und höheren Mittelzuweisungen. Die Starken ziehen vor Gericht. Das muss man sich einmal überlegen. Wir haben eine neue Solidaritätsumlage. Das heißt, auch die finanzstarken Kommunen müssen die Schwachen mit unterstützen, nicht nur das Land. Es ist eine Solidarität innerhalb der hessischen Kommunen. Und das ist ein ganz wesentlicher und wichtiger Schritt in dem neuen KfA. Und genau die ziehen vor Gericht, weil die Finanzstarken lieber nichts abgeben wollen. Und das finden Sie noch gut? Da kann man sich nur wundern. Dann ist es auch nicht so ganz plausibel, welche Bedeutung für Sie jetzt eigentlich der KfA an der Finanzierung der hessischen Kommunen hat. Also, wenn es zu wenig Geld ist, dann ist das gewaltig. Dann ist der KfA das Einzige, was die hessischen Kommunen überhaupt am Leben erhält. Und ohne die KfA-Mittel überlebt keine hessische Kommune. Aber gucken Sie sich einmal die Zahlen an. 18% macht das aus. 18% sind KfA-Mittel an den gesamten Einnahmen der hessischen Kommunen. Das ist nicht das Einzige. Ganz wesentlich sind die Steuereinnahmen. Und Herr Schmidt, Sie haben das ja auch schon bemerkt. Die Steuereinnahmen sind wieder gestiegen, Gott sei Dank. Wir haben eine gute Wirtschafts- und Konjunkturlage, und die hessischen Kommunen haben bessere Steuereinnahmen. Was Sie daran jetzt falsch finden, erschließt sich mir allerdings nicht so ganz. KfA, KIP, kommunaler Schutzschirm. Daneben gibt es noch weitere Zuwendungen des Landes an die hessischen Kommunen für Sport, Hochschulen, ÖPNV, Ehrenamt und soziale Initiativen. Das sind noch einmal knapp 3 Milliarden € jährlich, die dorthin fließen, auch gewaltige Mittel. Wenn wir uns das alles einmal anschauen, dann muss man doch feststellen, das Land Hessen unterstützt die hessischen Kommunen in großem Maße. Das sind umfangreiche Maßnahmen. Schauen wir es uns noch einmal an. 2,8 Milliarden € Entschuldungshilfen, 400 Millionen € Zinsdiensthilfen. Die Rekordsumme im KfA 4,3 Milliarden €. KIP 1 Milliarde €. Die Pauschalen für Flüchtlinge um 45% erhöht. Die Unterstützung des Bundes bei der Flüchtlingsunterbringung 1:1 weitergeleitet, pro Jahr 74 Millionen € für Hessen. Weiterhin die Mittel vom Bund, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 593 Millionen €. Nachrichtlich kommt nicht vom Land Hessen, aber nur mal, um das Bild zu vervollständigen, was in die hessischen Kommunen fließt. Der Bundesfonds für den Kita-Ausbau wurde 2014 auf 1 Milliarde € aufgestockt, 43 Millionen € davon fließen nach Hessen. Der Bund beteiligt sich an den Betriebskosten beim Ausbau der Kitas in Deutschland mit 845 Millionen €. Dann haben wir noch gar nicht erwähnt die Förderprogramme der EU. EFRE, ELA, ESF. In der neuen Förderperiode werden das etwa 731,8 Millionen € sein. Und wir haben noch die Direktzahlungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft direkt an Hessen, 1,57 Milliarden €. Wer sich diese Zahlen anschaut, kann doch einfach nicht mehr behaupten, diese Landesregierung sei kommunalfeindlich und unsere Kommunen lägen da nieder und würden darben. Nein. Wir unterstützen unsere hessischen Kommunen. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen. Und die Lage der Kommunen hat sich
in 2014, 2015 drastisch verbessert, und sie wird es unter dieser und mit dieser Landesregierung und Regierungskoalition weiterhin. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man fragt sich ja schon ein bisschen, warum heute die Regierungskoalitionen dieses als Setzpunkt gesetzt haben. Ja, aber dann hätte ich es anders gemacht, Herr Kollege Boddenberg. Dann hätte ich es wirklich anders gemacht. Und dann hätte ich Ihren Ausspruch. Ich freue mich ja schon, dass sofort die Schwergewichte der beiden Regierungskoalitionen, der Fraktionsvorsitzende und der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer zwischenrufen. Offensichtlich habe ich schon einmal ganz gut begonnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Offensichtlich habe ich schon einmal ganz gut begonnen. Ja, ich weiß, Michael Boddenberg, ich weiß, dass es einen Wahltermin gibt. Ich weiß auch, dass es eine Vielzahl von kommunalen Funktionsträgern, ich sage nicht nur Mandatsträger, sondern Funktionsträger der CDU, insbesondere aber auch der GRÜNEN vor Ort gibt, die diese Landesregierung nicht mit Weihrauch versehen, sondern mit Tadel. Ich sehe auch Umfragen, die in den letzten Tagen veröffentlicht worden sind. Und dann nehme ich den Beitrag von Kollegin Goldbach. Der Beitrag der Kollegin Goldbach war ja gewesen, erstens, superklasse, dieser kommunale Schutzschirm. Frau Goldbach, da haben Sie recht, superklasse, dieser kommunale Schutzschirm hat über, ich streite mich jetzt nicht über die Kommazahlen, deshalb nur über 3 Milliarden Euro zusätzlich in die Kassen der Kommunen hereingebracht. Auch vielen Dank, Frau Goldbach, für den sehr klaren Hinweis. Das war immer freiwillig gewesen. Die Kommunen konnten sich aussuchen, erstens, ob sie mitmachen, und zweitens, wie sie mitmachen. Super Entscheidung der damaligen CDU-FDP-Landesregierung. Vielen Dank, Frau Goldbach, für den Hinweis. Zum Dritten sagen Sie dann auch noch, es ist ja ehrlich, aber was hat das mit dem Erfolg der GRÜNEN bei der Kommunalwahl zu tun, dass Sie eigentlich mit dem kommunalen Schutzschirm nichts am Hut hatten? Jawohl, das stimmt. Sie waren nicht dagegen gewesen, das will ich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber dass wir damals, insbesondere Matthias Büger und Alex Noll, als es darum ging, noch viel mehr Freiwilligkeit in das Paket hereinzuschreiben, da haben Sie uns nicht geholfen, da haben Sie uns nicht geholfen, die GRÜNEN. Und trotzdem finden Sie, dass es ein Erfolg der Landesregierung ist. Ja, es ist ein Erfolg der Landesregierung gewesen, aber ohne Ihre Beteiligung von den Bündnis 90 den GRÜNEN, sondern mit Beteiligung der FDP, damit das einmal noch einmal klar und deutlich zu Papier gebracht wird. Und als vierter Punkt, jetzt hat sich gerade der Knirps, politische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, gemeldet. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden mit dem Knirps. Lieber Studienfreund Schmidt, das ist kein Knirps, das ist ein ganz, ganz breiter Schirm. Und alle Kommunen, die daran beteiligt sind, und ich sage bewusst, alle Kommunen, die daran beteiligt sind, sagen auch heute, Gott sei Dank, haben wir diesen großen Schirm genommen. Lieber Kollege Schmidt, da sollten Sie mal bitte eine Lupe benutzen, um zu erkennen, wie groß dieser scheinbar kleine Knirps ist. Zum Vierten. Ich bin ja immer noch bei der Frage, Herr Kollege Boddenberg, wieso diskutieren wir das heute? Sagt Frau Goldbach, und im Übrigen vielen Dank an den Bund. Also, erstens war das der kommunale Schutzschirm mit seiner Freiwilligkeit und dass die GRÜNEN da nicht so wirklich mitgemacht haben. Und jetzt vielen Dank an den Bund, dass es bei mehreren Maßnahmen zu entsprechenden Finanztransfers nach Hessen gekommen ist. Ja, Frau Goldbach, haben Sie recht. Diese Entscheidung des Bundes an der einen, die relativ viel Geld gebracht hat, Herr Bouffier wird das wissen, war ich auch persönlich noch beteiligt gewesen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Eigenleistung, hessische Landesregierung, Eigenleistung der Koalition von CDU und GRÜNEN bisher null. Bisher null. Jetzt kommen wir zu der Frage, was ist denn mit dem kommunalen Finanzausgleich? Da schreiben Sie hier rein, 1:1 sei das Urteil des Staatsgerichtshofes
umgesetzt worden. Jetzt will ich erst einmal, Herr Kollege Boddenberg, Juristen jedenfalls müssten das wissen, Ihnen ist es bestimmt aufgeschrieben worden, müssten Sie wissen, dass es eine Dreiteilung in unserem Staat gibt. Ich warne Sie, aus staatsrechtlichen Gründen heraus, hier als Landtag zu beschließen, wir als Landtag sagen, Sie als Landtag sagen, dass das 1:1 umgesetzt worden ist. Das ist die künftige Entscheidung des Staatsgerichtshofs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier sollte sich die erste Gewalt nicht überheben, eine rechtliche Frage sozusagen in Vorab schon einmal, damit der Staatsgerichtshof weiß, wie das Parlament denkt, zu entscheiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht man bei der Gewaltenteilung nicht mit der unabhängigen dritten Gewalt um, wie Sie es in Ziffer 6 hier notiert haben. Streichen Sie das wenigstens aus Ihrem Jubelantrag heraus. Und wenn wir uns jetzt inhaltlich mit der Frage beschäftigen, und ich glaube, Thomas Schäfer kann es genauso wenig noch hören wie ich und viele andere, die sich damit seit Monaten, Jahren beschäftigen müssen, ist es doch nicht wahr. Das bestreitet auch Thomas Schäfer nicht, dass das Urteil nicht 1:1 umgesetzt worden ist, sondern dass man bei der Auswahl des Thüringer Korridormodells einen besonderen Rahmen genommen hat, gezogen hat, nämlich 70 bis 100. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem Urteil steht nicht herinnen, dass man eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes bereits bei der Benennung der statistischen Grundlagen nehmen soll. Wir haben hier beantragt, Sie haben es abgelehnt, dass der Korridor von 80 bis 110 erhöht wird. Da hätten Sie schon eine vollkommen andere Lösung der Bedarfsberechnung der Kommunen gehabt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie auf das Ergebnis und auf die Feststellung zum Dritten kommen, dass es sich um ein Rekordniveau handelt. Ja, rechnerisch haben Sie recht. Aber wir haben derzeit ein Rekordniveau beim Haushalt. Der hessische Haushalt war noch nie so dick und fett, wie er jetzt ist, und zwar der 2015er wie auch der 2016er. Und da hören Sie noch nicht einmal Kritik aus meinem Mund, das ist nur eine Feststellung. Aber klar ist doch, wer A sagt, höchstes Ausgabenvolumen des Landes Hessen, der muss auch B sagen, höchstes Ausgabenvolumen für die Kommunen. Das ist doch keine Eigenleistung von Ihnen. Da müssen Sie sich doch nicht feiern lassen. Das ist doch einfach eine Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, die wir haben. Und jetzt möchte ich, Herr Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, eine Frage an Sie richten. Ich kann sie nicht beantworten. Wir haben das eben noch einmal versucht, aber Sie und Ihre Leute können das bestimmt beantworten. Und da stellen wir einmal, wir hätten in dem Jahre 2016 noch den alten KFA, also das Verteilen der Verbundmasse. Jetzt wissen wir, dass es einen Haushaltsüberschuss in enormer Höhe für das Jahr 2015 gegeben hat. Meine Frage, gäbe es noch den alten KFA, wären dann nicht sogar aufgrund der Erhöhung der Verbundmasse, der Finanzverbundmasse, die Umlage an die Kommunen noch höher, als es jetzt in diesem Haushalt ist? Ich weiß es nicht. Ich behaupte es auch nicht. Ich frage es aber, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich ist dahinter der Gedanke noch einmal andersrum umgesetzt. Wenn die Wirtschaft boomt, dann hat das Land was davon und haben die Kommunen was davon. Jetzt hat man ja beschlossen, es soll unabhängig von der Validität der Einnahmen des Landes sein. Das steht auch so in dem Urteil des Staatsgerichtshofes herinnen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, sich dann noch feiern zu lassen, wenn meine Unterstellung, meine Berechnung, keine Unterstellung, meine Berechnung stimmt, dass Sie hohe Zahlen abgeliefert haben, könnte es ja sogar vielleicht sein, dass unter dem alten Verbundmassesystem die Kommunen noch mehr Geld bekommen hätten. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keinen Sinn, Herr Boddenberg, es gibt keinen Sinn, einen solchen Antrag zu stellen. Ich hatte meine Fraktion, wollte ich vielleicht erst einmal empfehlen, dass wir Ihren Antrag mit einer Enthaltung begleiten, da ja wirklich die gemeinsame Vergangenheit von CDU und FDP bei dem Thema kommunaler Schutzschirm so hochgeschrieben worden ist. Aber nachdem wir insbesondere die Ziffer 6 gelesen haben, war uns klar gewesen, diesen Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist ausschließlich gerichtet auf den Wahltag ein Jubelantrag. Und deshalb wird die FDP diesem, aber auch dem Antrag der SPD nicht zustimmen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Staatsminister Schäfer.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, wenige Wochen vor einem die Tagesordnung des Hessischen Landtages ja durchaus gelegentlich mitbestimmenden Wahltermin auf die Finanzierungsfrage, die Finanzierungslage der hessischen Kommunen nochmals einzugehen, weil es natürlich die Gelegenheit gibt, zwischen dem Versuch, statistische Zeiträume so auszuwählen, dass sie in die jeweilige politische sozusagen Agenda passen, und die Frage der realistischen Betrachtung der Situation der hessischen Kommunen. Lassen Sie mich bei einem beginnen. Die hessischen Kommunen hatten im Jahr 2014, das sind die letzten komplett verfügbaren statistischen Zahlen, aber es spricht viel dafür, dass sich die Verhältnisse auch in 2015 nicht geändert haben, mit über 1.300 € je Einwohner die mit deutlichem Abstand höchsten Steuereinnahmen bundesweit. Selbst vor Bayern, die bei 1.250 liegen, und Baden-Württemberg, die bei unter 1.200 liegen. Das sind schon beträchtliche Abstände, mit denen die hessischen Kommunen aufgrund ihrer eigenen Steuerkraft an der Spitze in Deutschland liegen. Gleichzeitig leistet der kommunale Finanzausgleich der Reihe nach, Kollege Schmidt. Versuchen wir uns doch sozusagen schrittweise heranzuarbeiten. So. Ist doch okay. Deshalb lassen wir uns der Reihe nach reden und nicht so. Jetzt lasst den Schmidt doch in Ruhe. Er kriegt es doch immer so gleich an den Blutdruck. Das müssen wir doch nicht haben jetzt. Das ist doch, aber, hat mich sowieso gewundert, Herr Kollege Schmidt, dass man. Ja, ist doch klar. Hat mich aber ohnehin gewundert, dass, Herr Kollege Schmidt, dass Ihre Fraktion Sie genötigt hat, hier nach vorne zu treten, um über Fingerspitzengefühl zu reden. Aber das ist ein sehr subjektiver Eindruck, der sich bei mir an der Stelle festgesetzt hat. Also, zurück zur Finanzlage der Kommunen. Höchsten Steuereinnahmen, höchstes Niveau des kommunalen Finanzausgleichs, also der Ausgleichsmasse, die den Kommunen zur Verfügung steht. Das alles führt dazu, dass jedenfalls im Jahr 2014, Kollege Reul hat darauf hingewiesen, das Finanzierungsdefizit der hessischen Kommunen in etwa bei einer roten Null angelangt ist. Rote Null müsste Ihnen ja sozusagen mentalitätsmäßig ein Stück nahe kommen, aber schade, dass Sie sich darüber nicht mitfreuen können. So, ja, sehen Sie, darüber freuen wir uns dann mehr, und dann sind die Verhältnisse wieder in Ordnung. Dann ist das wieder alles okay. So, wenn Sie sich dann anschauen, wie sich Hessen im Vergleich zu den anderen Bundesländern anschaut, dann ist der Rückgang des Finanzierungsdefizits von 13 auf 14 der höchste Rückgang aller Finanzierungsdefizite der Kommunen in Deutschland. Es spricht jedenfalls etwas dafür, dass das Erholungstempo der hessischen Kommunen signifikant höher ist als dem Rest, zumindest im Westen Deutschlands, meine Damen und Herren. Und darauf können die hessischen Kommunen, finde ich, sehr stolz sein. Und trotzdem, wer wollte das verschweigen, sind die Kommunen nicht ohne Probleme. Die Probleme sind aber sozusagen hier im Hause umfänglich diskutiert und durch Politik der Landesregierung gegengesteuert. Ich will es noch einmal vortragen. Zu den Problemen gehört, dass die hessischen Kommunen über im Durchschnitt zu hohe Altschulden verfügen. Im Übrigen interessanterweise die Altschulden nicht verteilt in der klassischen Diskussionslage arme Kommunen hohe Schulden, reiche Kommunen weniger Schulden, sondern wir wissen, dass die gaußsche Normalverteilung der Altverschuldung quer durch die Finanzkraftlandschaft der hessischen Kommunen geht. Zweites großes Problem ist die Spreizung der Steuereinnahmen der hessischen Kommunen. Der Durchschnitt mit 1.300 € je Einwohner ist ein Durchschnittswert, der höchste in Deutschland. Aber er bildet sich eben daraus, dass es eine Reihe von hessischen Kommunen gibt, die exorbitant hohe Steuereinnahmen haben, während es eine sehr große Zahl von Kommunen gibt, die am anderen Ende der Steuerskala sich befinden. Deshalb wundert mich immer wieder, dass die Sozialdemokraten dieses Hauses entgegen ihrer sonstigen Gewohnheiten das Herz für die reichsten Kommunen in besonderer Weise sich erwärmen können und das hier auch noch artikulieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber gut, dass ich mich über deren Wahlkampfstrategie mir keine Gedanken machen muss.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dritter Punkt. Natürlich hat die große Wirtschaftskrise 2008/2009 bei den Investitionen politisch gewollt, ich glaube auch vom großen Teil dieses Hauses politisch gewollt, eine Zweiteilung erfahren, nämlich eine Entscheidung hier im Hessischen Landtag mit großer Mehrheit getroffen, dass wir Investitionen des Landes und der Kommunen vorziehen wollten in den Jahren 2010, 2011, um die große Wirtschaftskrise zu bewältigen, zu helfen, aber mit der gleichzeitigen Absichtserklärung, dass das nur vorgezogene Investitionen sind und keine zusätzlichen Investitionen, sodass es klar war, dass danach die Investitionstätigkeit sowohl des Landes als auch der Kommunen würde wieder absinken. Das war eine klare, hier gemeinschaftlich beschlossene und artikulierte Verabredung, sodass ich jedenfalls das Beklagen eines absinkenden Investitionsniveaus so in dieser Reinkultur, wie es gelegentlich hier vorgetragen wird, nicht nachvollziehen kann. Trotzdem haben wir entschieden, und damit beginne ich bei der Frage, was haben wir zur Bewältigung dieser Probleme in den Wege geleitet, mit dem Kommunalen Investitionsprogramm nicht nur die Bundesmittel, sondern als einziges Bundesland in Deutschland am Ende auch weiteres Landesgeld in die Hand zu nehmen, um Investitionstätigkeiten in den Kommunen einen weiteren Schub zu geben. Zweiter Punkt. Was haben wir gegen die Altschulden unternommen? Der Schutzschirm in seiner Konzeption, ich bin Kollegen Hahn sehr dankbar, dass er darauf noch einmal hingewiesen hat, ist eine bundesweit einmalige Konstruktion, eine freiwillige Entscheidung der Kommunen mitzumachen. Wir haben ja auch erlebt, dass Kollege Schmidt und der ein oder andere Sozialdemokrat im Vorfeld der Entscheidung der Gemeinden beim Schutzschirm mitzumachen, als Handlungsreisende durch die hessische Kommunalfamilie gelaufen sind, um die Leute davon zu überzeugen, nicht mitzumachen. Diese Reisetätigkeit haben Sie ja relativ schnell wieder eingestellt, Herr Kollege Schmidt, wie wir wissen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, meine sehr verehrten Damen. Präsidentin. So. Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas Ruhe für den Redner. Das wird sich ja sicherlich im Protokoll feststellen lassen. Mich tangiert das nicht übermäßig an der Stelle. So, zweiter Punkt. Was haben wir darüber hinaus unternommen? Die Reform des kommunalen Finanzausgleichs sorgt dafür, dass die Spreizung zwischen den Kommunen sich reduziert. Die reichsten Kommunen in Hessen einen Beitrag dazu leisten, dass die Ärmsten in der Lage sind, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Eine richtige und notwendige Maßnahme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit diesem Dreiklang aus Schutzschirm, aus kommunalem Finanzausgleich und im kommunalen Investitionsprogramm entsteht am Ende eine generationengerechte Zukunftsperspektive für die Kommunen in unserem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist am Ende kommunalfreundliche Politik. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang auf den Punkt eingehen von Kollegen Hahn. Übliche Regelung, Spitzabrechnung im übernächsten Jahr auf den Haushalt. Frage in dem Zusammenhang mit den Kommunen diskutiert, was passiert, wenn sich Spitzabrechnungen im neuen System in einem Teilsegment ergeben, wie geht man damit um? Deshalb besteht in der gesetzlichen Regelung eine fakultative Klausel, damit so umzugehen wie früher, aber mit den Kommunen ein Gespräch darüber zu führen, wie man mit künftigen Spitzabrechnungen an der Stelle umgeht. Es besteht also eine Perspektive, darüber zu reden, allerdings erst mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2017, also übernächstes Jahr. Für dieses Jahr hätte sich gerade nichts geändert. So, das an dieser Stelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss eines sagen. Ich glaube, dass wir alle gut beraten sind, bei allen Interessengegensätzen hier im Haus, auch den unterschiedlichen Perspektiven, wie wir auf das Thema draufschauen, nicht den Versuch zu machen, aus den vermeintlichen Interessen, die bei der Wahl eine Rolle spielen, die hessischen Kommunen dauerhaft schlecht zu reden. Wie sollen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, Menschen vor Ort weiter motivieren, sich für ihre Heimat einzusetzen, wenn Sie gelegentlich hier aus dem Hessischen Landtag immer nur hören, welches Elend die hessischen Kommunen ausstrahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen lebendige Kommunen, wir haben lebendige Kommunen, wir haben alles dafür unternommen, dass das auch so bleibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie uns auch in diesem Sinne darüber reden. Es ist nämlich gut für die Demokratie vor Ort. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Minister, nur eine kurze Erwiderung, weil der Hinweis auf die höchsten Steuereinnahmen der hessischen Kommunen ja für sich überhaupt nichts aussagt. Herr Bundberg, ich hätte eigentlich geglaubt, zumindest von Ihnen hätte ich erwartet, dass Sie das wissen. Es sagt deswegen nichts aus, weil ja entscheidend ist, welche Aufgaben sind den Kommunen zugewiesen und welche Aufgaben müssen sie leisten. Und da gibt es einen interessanten Befund. Das ist nämlich der sogenannte Kommunalisierungsgrad, also der Grad an staatlichen, an öffentlichen Aufgaben, die jemanden zu leisten hat, in dem Fall die Kommunen in Hessen, die höchsten in der Bundesrepublik sind. Ich berufe mich auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung, wo das deutlich, ja, Moment, aber das sagt auch Untersuchung von Herrn Juncker und Heinrich, also das ist sozusagen, gibt es aus vielen Bereichen. Wenn Sie das ernsthaft bestreiten, gehen wir doch dann mal sozusagen in eine Diskussion, in eine Gegenüberstellung und einen Faktencheck. Hessen hat 43% den höchsten Kommunalisierungsgrad, danach kommt NRW, dann kommt Bayern und liegt deutlich über den Flächenländern. Also entscheidend ist sozusagen natürlich, welche Aufgaben müssen erledigt werden. Und wenn Hessen die hessischen Kommunen die meisten Aufgaben zu erledigen haben, dann müssen sie natürlich auch die höchsten sozusagen Einnahmen auch haben, müssen ihnen die höchsten Einnahmen zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ja der Streit, dass die eigenen Einnahmen, diese durchaus hohen Steuereinnahmen, überhaupt nicht standhalten mit den Ausgaben, die die hessischen Kommunen leisten müssen, meine Damen und Herren. Und dann komme ich zu einer ganz entscheidenden Frage. Sind die Kommunen in der Lage, ihre Investitionsleistungen zu leisten? Da sagen Sie, der Vergleich mit dem Jahr 2010 sei problematisch, weil da durch Investitionsprogramm die Investitionen hochgefahren worden sind und seien dann abgesenkt worden. Meine Damen und Herren, wenn man es vergleicht, jetzt in den Ausgaben nur, sozusagen unbereinigt sogar um Inflation, kann man feststellen, dass 1994 die Ausgaben für die Investitionen der Kommunen höher waren als im Jahre 2014. Sehen Sie die Dimension? Das ist belegbar. Können Sie das Statistische Landesamt und dem Bundesamt nachfragen. Damit wird doch die Dimension deutlich. Und wir alle wissen doch, dass die hessischen Kommunen Investitionsbedarf eigentlich haben von 8 bis 10 Milliarden €. Und da ist doch ein lächerliches Investitionsprogramm von 1 Milliarde € völlig unterdimensioniert angesichts der Probleme von Schulbau, von Straßenbau, von der Sanierung öffentlicher Gebäude, von der Herstellung von Kitas, von der Sanierung von Schwimmbädern, von der Sanierung von Spielplätzen. Meine Damen und Herren, ich könnte das ja fortsetzen bis zum Ende. Und Herr Minister, eins lasse ich Ihnen aber auch nicht durchgehen, dass Sie, das machen Sie immer so beiläufig, so was weiß ich, Fehlbehauptungen. Ich bin nicht durch Land gereist. Ich habe übrigens sogar im Kreis Bergstraße dem Schutzschirm zugestimmt. Ich habe nur überall, wie wir, insgesamt darauf hingewiesen, was die Folgen dieser Vereinbarung sein werden. Dass sie a. unterdimensioniert ist, habe das vorher deutlich gemacht. Alleine im Jahr 2010 ist das Defizit 2,2 Milliarden €. Dass sie praktisch nicht mehr eingefangen haben, das, was sie selbst verursacht haben in zwei Jahren. Und auf die Folgen hingewiesen. Dass nämlich am Ende die Bürgerinnen und Bürger in Hessen die Zeche dafür zahlen, dass sie ihren Unterhaltspflichten gegenüber den Kommunen nicht nachkommen, meine Damen und Herren. Und das ist in dem Schutzschirm dokumentiert. Deswegen kann ich mich noch einmal wiederholen. Der 6. März, dabei bleibt es, der 6. März ist ein guter Tag, um sozusagen danach zu diskutieren, wie die hessischen Bürgerinnen und Bürger über ihre Politik richten, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann wird der Tagesordnungspunkt 45, Antrag 3074, aus 19 in den Haushaltsausschuss überwiesen. Die Große Anfrage. Die Anträge sollen sofort abgestimmt werden. Gut. Dann rufe ich auf Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 45, Antrag Fraktion CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 3074 aus 19. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Dagegen
Das ist FDP, SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen. Tagesordnungspunkt 37, die Große Anfrage, ist besprochen. Und dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 72, 3098 aus 19, Dringlicher Antrag der SPD-Fraktion 62, Entschuldigung. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.